Ja, die Kampfmaschine ist hier in der Kategorie.
und wieder zurück. Die werden dann so auch angerufen. Ja, das, was Sie hier hören, ist ja, sehr beliebt. Der Ernst meint, der müsste mich immer wecken hier. Ja, da wäre jetzt über so eine Problematik, mit der Antenne dieses Boot einpacken. So, jetzt muss man eben mal Zeit machen, im Aufgang. Ja, dieses rote Schiff, die Puffy-Puck, ist also auch eine Dampfmaschine, die der Dieter Thiele aus dem Sperrmüll gerettet hat und dann diese Maschine wieder in Ordnung gebracht. Das ist also eine Einzylinder-Dampfmaschine, die dort fährt, die dann ein Wasserrad hinten antreibt, also ein Schaufelrad hinten antreibt, um den Vortrieb zu kriegen. Hier vorstellen und wie Sie sehen, auch Berufsschüler, wenn man sagt, na, vielleicht den einen oder anderen auch so mit dem Virusmodellbau zu infizieren, dass er dabei bleibt und Schloss und Schock drüber und verteilen sich dagegen in die weiteren Sektionen, bis irgendwann das Vorschiff so schwer wurde, dass der Knie brach. Was dann auch zu diesem imposanten Bild führte, dass der Steck der Titanic steil aufragt, und dann erst mal. Das Wrack der Titanic hat man vor ca. 30 Jahren bei Kassel-Einland. Diese dabei betreibt die ganzen Ausflugsschiffe, die nach Helmholtz fahren, von Büsum, von Cuxhaven, von Bremerhaven aus. Und die Fanny Körner ist eben eines dieser Ausflugsschiffe, die jeden Tag im Wechsel Helmholtz anlaufen. Ein wunderschön nachempfundenes Modell, hier mit der Formel betreuende Leute, aber auch mit der Partybeleuchtung, die wir betreuen.